Es ist zwar wesentlich, aber es spielt auch letztlich gar keine Rolle, was dann geschieht. Aber mit Sicherheit wird, wenn Sie die Q-Eta-Produktion Ihrer Antriebsmotivationen, die Sie hinbuxieren wollen, auf die Lebenserhaltungsfunktionen des Ergreifens des Kairos im rechten Augenblick, zur rechten Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Mitteln und dem richtigen Griff der dann Entschiedenheit, wenn Sie diese Motivationsenergien, weil Sie das in der frühen Kindheit bereits im Mutterbauch als ein zu viel der Unlust empfunden hatten, als nervose Überreizung, dass das sicherlich der unangenehmere, der uneffizientere Zustand ist, wie wenn Sie das umdrehen würden und den Nervenkitzel, das Hungergefühl, wenn Sie das eben als sensationell interessantes, herausforderndes Nervenkitzelspiel, als sensationelles Abenteuer betrachten, als entzückende Kitzelei und Herausforderung, dann ist diese Herangehensweise ein lächelndes, offenes Wohlwollen entgegenzubringen, sicherlich die bessere Täuschtauschhändlermanier mit größeren Erfolgschancen, als wenn sie griesgrämig durch den Suck marschierten. Ein Geschäftsmann muss lächeln können.